Hallo, meine Lieben. Ich bin frisch ausgeschlafen. Ich will mal gucken, was meine Zwiebel macht. Ah, kann ich immer noch nicht an. Und das Fleisch. Ah, 21 Minuten. Ich hoffe, dass die Zwiebel das noch schafft in der 21. Ich würde schon gerne noch einen Gulasch machen. Ich habe ja noch einen Fisch. 21 Minuten. Ich müsste mir jetzt mal wie Wecker stellen oder so. Damit ich das nicht wieder vergesse. So. Es ist immer noch Winter und es sind 0, auch minus 0,7 Grad. Das geht ja noch. Ist ja fast schon warm. Oh, ist das herrlich, ne? Der Morgen hier. Ich mag das so, dass ich jetzt hier so rundherum gehen kann und hier alles gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Und man, ach, da kommt auch schon wieder so ein Idiot. Mann, ich werde immer besser. Ich finde, ich bin schon ziemlich gut in den Sachen. Aber ich mag immer gar nicht hier rausgehen, weil ich immer denke, da kommt gleich der nächste. Aber bislang ist immer nur einer gekommen. War denn das jetzt überhaupt? Also, wo war der denn? Irgendwo hier war das doch. Finde ich den nicht. Hä? War doch irgendwo hier hinten, ne? Lösen sie sich von selber irgendwann aus, wenn ich ihn nicht finde? Will ich von oben nochmal gucken, ne? Ich meine, es war hier irgendwo. Oh, jetzt habe ich den schon so toll getroffen. Jetzt finde ich den nicht. Wisst ihr, machen wir jetzt ganz kurz einen kleinen Trick. Video. Fopp. Fopp. Da ist er doch. Und? Kobalt, oder was ist das? Eigentlich ist das ganz neckisch so im Winter, ne? Lass ich das mal so? Zum Winter passt das richtig mit der Grafik. Ne, komm, einen höher stellen wir nochmal. Obwohl eigentlich so viel Laub drauf im Winter passt irgendwie gar nicht, ne? Machen wir mal auf Mittel. So. Ich finde, das passt im Winter auch besser. Wow, kommt wieder Schneesturm. Ja, ich mache ja, gehe ja schon rein. Die Axt bleibt hier einfach echt liegen, ne? Und die Axt auch. Wieso baue ich denn hier die ganzen Werkzeugdinger, wenn die denn doch liegen bleiben, die Axt? Ich denke, die verschwinden. Naja. So, jetzt wollte ich mal gucken. Hier zieht es schon wieder so. Ups, schnell um die Ecke. Was macht die Zwiebel? Ah! Ja, ich gehe ja schon rein. So, Wasserhaus ist noch an, ne? Machen wir Wasserhaus. Lass mal kurz mal nochmal an. Da, 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 da. Gut. Jetzt will ich aber endlich mal das andere Ding da fertig machen. Ja, das kann ich ja schon wieder nicht. Warte mal, ich kann ja meine Schneehose anziehen. Ich habe ja eine Schneehose, ne? So. Meine Schifthose. So, dann müssen wir das auch gehen draußen, ne? Ah, es ist schon toll mit dem Wetter. So, mal jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche. Kann ich jetzt rausgehen oder wird mir jetzt immer noch kalt? Fertig! Cool, Steinmühle. Sand, Eisenbogen, wie geht es jetzt? Achso, hier muss ich's. Sand, Eisenbrocken, 0 aktuell aus. So, ich muss sie einschalten, ne? Haben wir denn da überhaupt noch genug Strom für? Oh Gott, hier weht der Schnee durch. Ah, so, warte mal. Mischer, Wasserhaus, Steinmühle an. Wieso habe ich jetzt keinen Strom? Doch, Strom habe ich genug. Also, ich muss da wahrscheinlich Steine reinmachen, ne? Oder? Warte mal, ich nehme mal die Kiste mit. Wahrscheinlich. Obwohl, nehmen wir mal, hier müssen doch auch Steine drin sein, ne? Alles nehmen. F, 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 F. Aber das passt natürlich, wenn das hier direkt daneben ist. So, jetzt mache ich die mal alle rein. Was passiert dann? So, ding, 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 ding.
kann man richtig voll machen. Kann man die so voll machen wie die anderen Kisten? Ja. So ist sie ganz voll. Und jetzt? Löschen zum Entfernen, N zum Bewegen, E-Steine hinzufügen. Habe ich. Rechte Maus, also Gegenstände nehmen. Aktuell aus Bedienfeld aktivieren. Rechte Maustaste, alle Gegenstände nehmen. H, Sand wegwerfen. Hä? Aktuell aus? Wieso sind die aus? Hä? Warte mal, den nehmen wir erstmal wieder mit. Wieso ist die aus? Verstehe ich nicht. Ich hab sie doch eingeschaltet. So, Stahlmühle an. Ach so, ich muss sie erst voll machen und dann anschalten. So, warte mal. Oder habe ich die jetzt hier beim Füllen? So. Wieso ist mir jetzt... Ach nee, oh, jetzt bin ich überhitzt. Oh, echt jetzt? Dann ziehe ich halt die Hose wieder aus. Also die Hose braucht man wirklich nur, wenn man im Schneesturm nach draußen geht. So, besser. So, ich will jetzt wissen, wie dieses Ding hier funktioniert. Gegenstände, 20 Sand, 3 Eigenbrocken. Aktuell an. Rechte Maustaste, alle Gegenstände nehmen. H, Sand wegwerfen. Hä? So, jetzt mache ich mal rechte... Moment, das machen wir. Jetzt gucke ich mal an. Rechte Maustaste. Ah! Jetzt hab, ach, dann packt er das einfach da rein. Oh, stimmt, das ist aber auch furchtbar viel Sand, ne? Sand. Und dann brauche ich hier nochmal... Oh, ich habe sogar 30 Lehm. Oh, das ist ja toll. 30 Lehm. Und dann kann ich da gleich hingehen. Oh, ich finde das so toll, dass ich hier die Werkbank daneben gebaut habe. Das ist ja mal praktisch, ne? So, und dann da... Ich muss mich hier einfach mal nur drehen. So, und den da. Mischen. So, jetzt wird es aber langsam dann eng mit dem Strom. Obwohl, nee, nimmt es ja von der Batterie, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie der Stromverbrauch ist. Ob, mal, der geht der mit Strom? Nee, der geht mit Öl. Da mache ich mal einen Teil. Machen wir schon mal einen rein. Da kann man nicht, dass der ausgeht. So. Der geht auch mit Öl. Da kann ich auch nochmal ein Öl reinmachen. So, und der Ölmischer, hat der überhaupt genug Strom? An. Der ist ausgegangen. Wieso ist denn der aus? Der war aus. Ach, den habe ich wahrscheinlich ausgemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt genug Strom für alles habe. Habe ich den ausgemacht, den Ölsaurer? So, 240 wird jetzt verbraucht. Und 20 wird jetzt aus dem... aus der Batterie genommen wahrscheinlich. Ne? Eingehender Strom ist 220, weil die Sonne scheint. Und der Rest wird aus der Batterie genommen. Aber es ist okay, finde ich. Obwohl die Steinmühle, ja, die Leute, die jetzt einmal durchlaufen, die macht ja irre viel Sand. Das geht ja echt total schnell. Da habe ich ja wahrscheinlich viel zu viel Sand dann, ne? Kann ich eigentlich mal eine Sandkiste? Brauchen wir Sand eigentlich noch für irgendwas anderes? Hier ist auch noch so viel Sand. Ha! Das ist ja alles ein bisschen aufregend. Ja, da kann man, achso, deswegen kommt da wahrscheinlich auch Sand wegwerfen, weil man dann irgendwann sonst viel zu viel Sand hat. Aus Sand macht man noch Glas, ne? Brauche ich nochmal Glas für irgendwas? Stimmt, ne? Ich könnte ja mal ein bisschen Glas machen. Wenn ich eh so viel Sand habe. Warte mal, das ist jetzt Zement. Das ist aber echt doof auseinanderzuhalten hier. So, der kann da noch rein. Hier war da auch noch irgendwas drin, ne? Oh, hier stimmt, ist noch Aluminium drin. Gott, ich habe hier so viel Zeug in der Tasche. Komm, das kommt jetzt auch mal weg. Hab jetzt keinen Bock drauf. So. Das läuft jetzt. Mann, da ist man ja mal echt ganz schön beschäftigt hier. Und der...
Nee, der mischt ja schon. Der mischt ja schon. Dann habe ich jetzt diese drei Leben, die kann ich gleich mal wegpacken. Das sind so diese einzelnen Leben, die ich da noch von diesem Typen da gekriegt habe. Die packe ich hier rein, bis ich da so 10er-Packs habe. Muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Da habe ich auch so viel von, das kann auch mal weg. So. Mann, ist das alles aufregend. Was macht unser Fleisch? Unser Fleisch ist noch 11 Minuten. Mal gucken. Jetzt sind also 10 Minuten vergangen. Und die Zwiebel ist reif. Cool. Oh komm, da können wir ja noch eine Zwiebelsuppe kochen, ne? Das kann ich jetzt auch mal machen. Warte mal, dann ernten wir die mal gleich. Wollen hier mal nichts verschwenden. So, die auch ernten. Und wieder einpflanzen. Jetzt wird es aber langsam dann mit dem Strom ein bisschen eng. So, dann machen wir nochmal einmal kurz das Wasserhaus an. 21, 22, 23. Das reicht schon. So. Und ich kann nochmal schnell ein. Dann. Ach nee, halt, fehlt mir eine Kartoffel. Oh, eine Kartoffel brauchen wir noch. Ding, 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 ding. Herstellen. So. Läuft. So, dann haben wir den. 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 Und dann mache ich hier Wasser rein. Und eine Zwiebel. Wir können da eine Zwiebel kochen. Und dann muss ich. Ach nee, stimmt. Da brauchte ich 3 Leben für. Für die. Ich glaube 3 oder 6. Ich glaube, da brauchte ich 3 Leben genau für, ne? Für die Schüssel, für die Zwiebelsuppe. Meine ich, dass das genau 3 waren. Wo ist der 3? Ja. Da brauchen wir aber doch nochmal einen. Machen wir 1, 2, 3. Werden wir doch immer angefangen haben. Ich habe ja noch eine Zwiebel. So. Mensch. Läuft bei mir. Dann blubbert die Suppe. Dann packen wir uns hier mal 2 rein. So. Ist schon fertig? Nee. Ist noch am Kochen. Aber, ach, jetzt habe ich immer nämlich diese blöde Pfanne hoch, wie oft ich die schon hochgenommen habe. Ah! So. So wollte ich das haben. So, dann brutzelt das Rehfleisch, Rehgulasch. Und unsere Zwiebelsuppe ist fertig. Zack. Und dann machen wir gleich nochmal, Wasserhaus habe ich das noch an? Nee, habe ich aus, ne? Mal, obwohl, ich habe doch da oben auch noch Flaschen, ne? Muss doch den, warte mal, halt. Das machen wir mal anders. So, ich habe doch hier noch Flaschen. Die ist doch noch voll, ne? Ja, das auch, nehmen wir doch die. Und dann machen wir hier nochmal rein und nochmal eine Zwiebel rein. Ich kann das nochmal wieder kochen. Ah, oh, es macht so einen Spaß. So, die bringt 50, komm, die essen wir jetzt gleich mal. Zack. Na gut, ich mach doch mal das Wasserhaus wieder an. Ich habe meine Batterie ist ja noch so voll. Also ich weiß gar nicht, wieso ich da so eine Panik habe. Batterie hält noch eine ganze Zeit. Obwohl ich jetzt schon gerne noch eine zweite Batterie, ne? Dann würde ich mich schon wohler fühlen. Na, blubber, blubber, blubber. Das hält sich ja noch eine ganze Zeit, ne? Ja. Na. Na, Zwiebelsuppe. Obwohl, die kann auch schon stehen bleiben. Muss ich ja dann nicht abholen. So. Kann das wieder aus? Oh, das wird aber schnell leer, das, die Batterie. Gut. Dann müsste der Mischer jetzt wieder so weit sein. Ah. Läuft bei mir. Hatte ich nicht noch Lehm? Doch, wollte ich gerade sagen. 10 Lehm, 10 Sand, das mitnehmen, mischen. Na, das ist noch nicht fertig. So, wo ist denn mein Hämmerchen? Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er. Na,
Komme ich da jetzt ran? Tung. Tung. Ah, dafür reicht es nicht mehr. Ha, ey, ich finde es so cool. Eigentlich könnte ich hier auch mal so eine Steintreppe machen, ne? So zum Hochgehen. Hier auch mal Zement machen. Was braucht man denn dafür? 15 Zement. 15. 6 Zement. Habe ich noch 6? Nee, schade. Schade. Ich finde das gerade alles so toll, wo ich den Vogel gerade sehe. Wie viele Pfeile habe ich noch? Auch noch 34. Das reicht noch. Was macht der jetzt hier? Was hat der jetzt? 420 Sand? Wenn ich Haarsache Sand wegwerfe, nehme ich dann nur die Eisenbrocken. Das ist doch viel zu viel. Machen wir jetzt H. Was passiert bei H? H. Ja. Achso, dann hat er den Sand weggeschmissen. Dann ist das andere noch doch. Die 66 Eisenbrocken sind immer noch da. Ach, Mensch. Wo ist er denn? Ich komme nicht mehr dazu, den Bogen in der Hand zu nehmen. Da hat er sich schon selber umgebracht. Das ist ja alles sehr mysteriös. Aber wenn man die Dinger natürlich aus Stahl machen kann... Oh, schon wieder ein Kobalt. Das ist natürlich... Hat er nicht mal kaputt? Doch, hat er kaputt gemacht. Da hat er kaputt gemacht. Nee, nur einen diesmal. Das ist ja schön. Mensch. Finde ich gut, wenn die sich selber mal umbringen. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe Sand jetzt weggeworfen. Das sind schon wieder 60 Sand. Und wenn ich jetzt sage, rechte Maustaste, alle nehmen. Warte, ich muss hier mal eine Kiste irgendwie... Ich habe ein bisschen viel Sand. Was mache ich denn jetzt? Wo packe ich das jetzt mal hin? Das geht ja alles viel zu schnell. Das geht ja viel zu schnell. So, pass auf, jetzt machen wir hier erstmal. Nein. Ich mache hier mal kurz den Sand rein. So. Das kann mich immer noch nicht bewegen. Das Ding, das musste. Also, das soll ja mal mit dem nächsten Patch reduziert werden. Muss unbedingt, weil das geht ja viel zu schnell. Also, jetzt habe ich ja in der kurzen Zeit, wo das Ding da läuft, ne? Habe ich jetzt hier diese ganzen Dinger gemacht und kann ja ohne Ende Eisen machen. Da geht man ja unter in Eisen. Das ist ja viel zu einfach. Ich meine, ich mag es ja einfach, ne? Aber so einfach nur auch wieder nicht. Ich finde, das geht zu schnell. Das muss er. Also, er wollte das von 3 auf 2 reduzieren, aber das muss er noch weiter reduzieren. Das muss auch länger dauern. Da macht man ja so schnell Eisen hier, das ist doch nicht normal. So, packen wir den mal da rein. Ich meine, das Ding ist schon praktisch, ne? Aber trotzdem. Aber Kobalt haben wir auch noch. So, aber wo wir jetzt gerade so viel Zeugs haben. Aluminium, hatte ich nicht noch Aluminium hier drin? Das sollte ich auch nochmal reinmachen. So, dann machen wir hier auch nochmal so ein rein. Kann man ein bisschen Kohle verballern hier. Da draußen, ich wollte das Lagerfeuer immer einfach just for fun mal anmachen. Einfach, weil es geht und weil ich so viel Kohle habe. Also. So, diese Kohle halt. Sieht einfach schön aus. So. Eigentlich würde ich gerne doch noch entweder eine Batterie machen oder noch so eine Windmühle. Ich glaube, ich mache so eine Windmühle nochmal. Was war das? Kriegt das noch hin? 4 Kobalt und 4 Eisen oder sowas? 2, 3, 4 Kobalt, 4 Eisen. War das richtig? Ach, wieso kann ich jetzt nicht mehr gehen? Ach, was andere Zeugs in der Tasche habe, ne? Ich muss hier mal was aus der Tasche legen. was legen wir denn mal da weg? Dann legen wir das mal erstmal wieder rein. Das legen wir mal rein. So, ich würde gerne noch so eine Windturbine fertig machen. War das 4 Kobalt?
Ich will das echt mal merken können. Ja, 4 Kobalt, 4 Eisen und 10 Aluminium, 5 Blei. So. 4 Eisen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, war zu viel. So, noch so. Wo ist denn jetzt hin? Jetzt irgendwie verschwindet der Punkt dann manchmal. So, dann brauchen wir nochmal 6 Aluminium und 5 Blei. Ach, Taschen so voll. Ding, 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 ding. Na komm. So. Noch 5 Blei. Ach, ich mag mein Ding, mein Reich hier, mein Häuschen. Fertig. So, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit Strom? Mein Kasten da. Ach, man könnte ja eigentlich von diesen Stromkästen auch mehrere machen, ne? Ich habe mal überlegt, wo packe ich den hin? Man könnte auch oben beim Wasserhaus einen hinmachen, ne? Und dann da, man kann doch bestimmt auch 2 von den Dingern bauen, oder? Oder 3 oder 4, also wo man es so hinhaben will. So, jetzt habe ich, das sind jetzt 160. Habe ich ohne alles. Also wenn jetzt kein Solar da ist. Oh, das passt aber gut, das läuft aber, ne? Läuft. Jetzt gucken wir mal. Nur das mit dem Leben, das dauert alles hier so ein bisschen, ne? Das zieht sich so ein bisschen hin. Da geht irgendwie nicht so schnell mit dem Leben. Ach, das ist so praktisch. Ich muss mich hier immer nur drehen. Kann ich hier den Zement nehmen? Und dann da Sand reinpacken. Und dann mal Lehm. Und mischen. Was macht der hier? 260 Sand, das ist doch nicht normal. Da kann man ja gar nicht so schnell gegen an hier. Gut, dann machen wir jetzt nochmal H und rechte Maustaste. Uch. Schon wieder überladen mit dem ganzen Zeugs. Also bis man mal eine so Kiste so fertig macht, dann weiß man schon gar nicht mehr wohin mit dem Zeugs. Das ist viel zu viel. Vor allem aus einem Stein kommt irgendwie, glaube ich, 10 Sand und 3 Eisen. Oder irgendwie sowas. Sonst braucht man 2 Steine für 10 Sand allein schon. Wieso ist denn da nichts drin? So. Auf jeden Fall kriege ich so meine ganzen Eisenvorräte wieder. Meine Eisenregale wieder gefüllt. Ist ja auch schön. Wenn man jetzt so einen Extraktor daneben hat, der irgendwie nur Stein macht, dann kann man immer von der einen Kiste in die nächste füllen und hat dann immer genug Zeus da. Also ich wollte eigentlich mal das hintere Regal erstmal machen. Naja, muss halt beides. Ich habe immer noch so viel. Aber wir können draußen... Ich glaube, ich mache die Terrasse hier das mal jetzt erstmal. Das war der, ne? Das? Wow, das sieht ja mal edel aus, ne? Und hier auch noch? Ne, da habe ich nicht mehr genug. Hab ich ja eine richtige Treppe. Ich weiß, naja, so ganz anfreunden kann ich mich mit dem ganzen Beton noch nicht, aber es sieht natürlich schon edler aus, ne? Also ich glaube, die Terrasse möchte ich dann schon aus Stein auch haben. Und hier die Ziegel könnte ich mir mal drum... Sag mal, brauchte man da nicht für so viel Sand? Warte mal. Wie ging denn das nochmal mit den Ziegeln? Die könnte ich doch nebenbei auch schon mal machen. Bündel. Genau. Oh, da brauchen wir auch 10 Lehm, 10 Sand. Oh, das ist ja doof. Ich brauche mehr Lehm. Das mit dem Lehm dauert so lange. Auch brauchen wir auch 10 Lehm und 10 Sand. Das dauert echt lange hier mit dem Ding.
Und ich baue noch so einen Lehmextraktor. Oder will ich jetzt zu viel? Wird das jetzt alles irgendwie zu viel? Ich glaube, ich würde gerne noch ein paar Ziegel machen und mal hier noch die Wände noch fertig machen. Das sind ja noch nicht alle Wände aus Stein. Aber hatte ich jetzt hier eigentlich noch einen Lehmrest? Nee. Was? Das ist der Fuchs, ne? Ob der da auch gegen rennt? Nö, ne? Das ist aber echt schwierig alles. Leben dauert echt total lange. Da muss ich mir mal was überlegen. Ich überlege gerade. Wo bist denn du? Ich überlege gerade, hier ist es so doof, dass man runter. Ob man hier nicht auch so eine Terrasse macht? Ah, geht ja gar nicht, dass man hier so rumgehen kann gleich. Nee. Aber ich könnte hier noch zwei Geräte hinstellen. Mache ich noch so ein Lehmding? Hier kann ich nichts hinstellen. Hier könnte ich noch so ein Lehmding. Jetzt komme ich dann da ran. Ja, wahrscheinlich, ne? Noch so ein Lehmding hinstellen. Oder bin ich zu ungeduldig? Sollte ich das mal einfach mal ein bisschen laufen lassen? Muss ja nicht alles gleich fertig werden. Das dauert schon echt lange mit dem Lehm, ne? Im Gegensatz zu dieser anderen Kiste hier. 180 Sand. Man kann auch nicht ein bisschen nehmen, ne? Man kann nicht sagen, gib mir jetzt nur irgendwie 10 Sand davon. Das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Aktuell aus? Achso, ist aus, weil die Steine alle sind. Was ist denn, wenn ich jetzt rechte Maustaste mache und es passt gar nicht alles in der Tasche? Das ist auch eine gute Frage, ne? Was dann passiert? Bleibt denn der Rest in der Maschine? Auf jeden Fall muss man da immer eine Sandkiste nebenstehen haben. Ich meine, man muss das Ding ja auch nicht dauernd laufen lassen, ne? Dann hätte man jetzt einmal Vorrat an Sand. Mache ich vielleicht auch. Warte mal. Genau, ich hole mir jetzt mal die Kiste. Ich muss mir kurz was zu trinken hier einschenken. Ich glaube, hier hätte ich gerne einen Betonboden hier in meiner Werkstatt. Das wird aber noch richtig viel Arbeit, ne? Warte mal, jetzt, wo kann ich die denn mal sinnigerweise? Was ist hier dazwischen? Warum nicht? Wäre so schön, wenn die jetzt hier hinpassen würde. Warte mal, dann müssen wir uns mal passend machen. Die kann ich weiter rüber. Kann die noch weiter nach links? Warte mal, dahin. Ich kann die natürlich auch so hinstellen, ne? Muss ja nicht so stehen. Warte mal. Hä, wieso passen wir da jetzt nicht? Hä? Kann man da nicht die Kiste drunter stellen? Warte mal, wenn ich das hier hinstelle, die passt auch nicht. Warte mal, dann müssen wir es mal anders machen. Hier drin kriege ich den Sand. Daneben brauche ich die Kiste. Wenn ich es jetzt bewege, leert sich das dann? Pass auf, da müssen die woanders hin. Die kommen jetzt mal dahin. So passen die, glaube ich, besser, ne? So mache ich das. Ach, sei doch mal ruhig, Fuchs. Hab da jetzt keine Zeit zu. So. Ist das richtig so? Ja. Jetzt würde ich gerne übereinander stellen können. So. Ach, den schmeiße ich jetzt weg. Der kommt jetzt weg. So. Brauche ich mir einen neuen, wenn ich einen brauche. So. Hä, wieso gehe ich denn so langsam? Hä, ich bin doch gar nicht überladen. Oder kriege ich schon wieder? Ja, ich kriege schon wieder. So, dann. Aber von da. Ach, jetzt wird es schon wieder ein Schneesturm. Muss ich schon wieder reingehen gleich. Ich muss den. Da will ich herankommen können. Die Werkbank muss da stehen bleiben. Die muss ich auf jeden Fall hier stehen haben. So, wo ist die Kiste jetzt da? Die Kiste. Na, wird mir jetzt wieder kalt oder muss. Die kommt jetzt dahin. Genau.
Und das ist jetzt die Sandkiste. Sandkiste. Passt doch irgendwie, ne? Hat doch was, Sandkiste. So. Jetzt probiere ich es mal. Jetzt mache ich hier mal einen Rechtsklick. Und dann kann ich hier all den ganzen Sand reinpacken. Ach Mensch. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Oder was? Wo bist du jetzt wieder? Ach Vogel, was mit dir? Na, ist hier kalt, Vogel? Mir auch. Na, jetzt brenne ich wieder alles ab und wahrscheinlich ist er wieder in der hintersten Ecke. Wo ist er denn jetzt? Da. Du siehst aber auch nicht gesund aus. Ja, mir ist kalt. Ich gehe schon rein. Und dann hat er noch nicht mal was mitgebracht. Was ist, muss ich da gleich mal reparieren noch. Aber nicht jetzt. Okay, dann ziehe ich mir mal kurz die Hose an. Na. So. Na. Jetzt ist wieder alles gut. Das war der, da. Wo hast du jetzt hier wieder was kaputt gemacht? Da. Ich hoffe, dass die, wenn die dann nachher irgendwann mal aus Eisen sind, dass die dann länger halten. Da können wir gleich mal wieder einen Stock mitnehmen. Da auch. Jetzt ist mir mit Schneehose sogar kalt. Oha. Komm. Tür zu. Hose wieder aus. So. Hammer weg. Das ist ja jetzt hier echt, man ist ja nur am Hin- und Herrennen, ne? Ach, kriege ich gar nicht mehr mit. So, jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich ja da rechte Maus, da habe ich gar nicht geguckt, ob er jetzt nur so viel reingetan hat, wie jetzt hier bei mir in der Tasche passte. Und der Rest noch in der Maschine ist. So. Zwei haben wir jetzt noch. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Also dieses Sandding da, das ist schon ziemlich cool, ne? Auch wenn es mir jetzt ein bisschen einfach vorkommt. Wieso macht denn der eine hier noch? Aber, ich meine, es hat irgendwie was, ne? Warte mal, jetzt könnte ich ja, also theoretisch, jetzt habe ich ja da die Sandkiste, ne? Wenn ich jetzt hier, komme ich da ran? Da? Wenn ich da, komme ich auch da ran, ne? Ne, ja, doch alles rausgenommen. Passt wohl doch alles in die Tasche. So, wenn ich jetzt da ran sage, sage alles nehmen. Und gehe hier rüber. Geht er jetzt rein? Macht er die Steine jetzt rein? Hä? Dann macht er die Steine jetzt nicht rein. Achso, mit E muss ich das ja auch machen, nicht Dobi. So. Einmal alles voll. Und jetzt aktuell aus. Kann ich am Bedienfeld aktivieren, deaktivieren. Ah, es geht nur am Bedienfeld. Aha. Kann man da direkt gar nicht machen. So, dann kann ich jetzt hier Steinmühle wieder anschalten. Das ist schon cool, ne? Also so langsam, langsam verstehe ich, wie das hier funktioniert. So, dann brauche ich hier jetzt Sand. Und ich hoffe, ich habe hier Lehm. Ach, nee, Quatsch. So. Man müsste doch auch jetzt drei Lehm machen können. Ne? Eins, zwei, drei. Kann ich das auch machen, wenn ich die einzeln mache? Einzeln, Lehm. Einzel, Lehm. Genau, da habe ich zwei Zehner. Und da kommt hier Lehm rein. Da kommt Sand rein. Oh mein Gott, ob ich das morgen noch weiß. So und mischen. Man muss ja jedes Mal, man kann da nicht irgendwie vorher dran, man muss ja jedes Mal hingehen. So, jetzt machen wir, würde ich sagen,
Ich glaube, ich mache hier die Terrasse mal aus Stein, oder? Dieses ganze Ding aus Stein? Oder mache ich da lieber meine Umrandung weiter? Da kommt wenigstens den hier. Dann habe ich es bis zum Tor. Das Tor kann ich ja irgendwie nicht, ne? Nee. Das kann man nicht. Schade, ne? Dann habe ich bis dahin wenigstens fertig. Jetzt mache ich hier nochmal. Kann ich hier auch? Nee, kann ich nicht mehr. Hab ich nicht mehr genug. Ach, ich finde es schön. Gefällt mir richtig gut. Das ist zwar viel, das ist diese Tür irgendwie, dass sie mir immer so vor den Kopf geht. Ja, ich mach mal. Eigentlich muss ich die, wenn ich hier komme, so aufmachen, ne? Dann hau ich mir die auch nicht immer an den Kopf. So. Mann, das ist Eisen ja schon wieder fertig. Da könnten wir eigentlich nochmal überlegen. Achso. Mach ich da jetzt ganz normal Stein? Nee, wäre ja Quatsch. Ich mach die hier. Die Schmiede muss ja auch nicht nonstop laufen, ne? Aber, wo ich jetzt hier so viel Zeugs habe, überlege ich, ob ich noch so ein Solarding mache. Oh, da muss ich mal in eine Höhle. Das wäre mein letztes Blei jetzt, wenn ich noch ein Solarding fertig mache. Wie sieht das hier aus? Ich will ja noch einen Kühlschrank haben, ne? Und ich glaube, der Kühlschrank... Also jetzt habe ich 240, 160 ohne Solar. Ach, vielleicht diese Solardinger nicht bauen sollen, ne? Weil ich immer denke, ah, habe ich Solar, habe ich nicht Solar? Ich meine, der Kühlschrank, der muss Dauer laufen. So, der Mischer läuft nicht immer. Die Steinmühle auch nicht. Wenn die mal irgendwie durchgelaufen ist, dann habe ich also den Ölsauger, der soll immer laufen. Es sind 100. Und dann habe ich immer noch 60 über. So. Also wenn man jetzt nur mal die Windturbine nimmt, ne? Was braucht denn der Kühlschrank? Weil der muss immer laufen, sonst wird das Zeug schlecht. Ist ein Kühlschrank. 75. Das heißt, ich brauche noch eine Windturbine, dann könnte ich den Ölsauger und den Kühlschrank auf Dauerstrom lassen. Weil ich muss ja auch mal rechnen, dass ich mal irgendwie in der Stadt unterwegs bin und so. Und da muss ja... Warte mal, ich will den Kühlschrank haben. Ich will den Kühlschrank haben. Guck mal, der passt gar nicht mehr in unserer Küche, ne? Da würde er hinpassen. Theoretisch wäre das ein guter Platz. Wenn da nicht schon so viel Zeugs rumstehen würde. Die Dinger, die müssen sowieso weg, weil irgendjemand hatte mir jetzt gesagt, wenn ich die mal aus Stein mache, dann kann man hier unten drunter nichts mehr platzieren. Hm. Aber eigentlich stehen die da ganz gut, ne? Kühlschrank. Wo stelle ich den Kühlschrank hin? Oder ich kann das hier wegstellen. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Oder ich stelle das in der Ecke. Warte mal, stelle ich erstmal kurz da hin. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Passt das da genau in die Ecke? Ja. So. Ich würde ihn ja mal gerne erschießen, bevor er sich selber umbringt, damit er mir nicht immer alles kaputt macht. Wo ist er? Da ist er. Stellt sich da wieder hin zum Abschießen. Die sind aber auch echt ein bisschen doof, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich muss zugeben, also ohne fährst du mir jetzt schon fast zu langweilig. Da ist er. Hast du mir was Schönes mitgebracht? Gott, ist das gemein. 6 Nägel. Na bitte. Und der Pfeil ist auch noch heile. Und er hat diesmal nichts kaputt gemacht. Das hatte ich schon repariert hier, naja. Cool. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Kühlschrank. Kühlschrank.
Kühlschrank. Dann bist du doch da. Obwohl, Kühlschrank neben Herd ist natürlich völliger Quatsch, ne? Der Fuchs macht ja wohl nichts kaputt da draußen, oder? Kühlschrank neben dem Herd. Ich meine, natürlich könnte ich den hier daneben stellen. Aber wie groß ist denn der überhaupt? Nee, das sieht doof aus. Und da in der Ecke? Ah, da komme ich ja nicht ran. Geh weg! Ach, wisst ihr was? Das überlege ich mir noch. Nee, das überlegen wir mir immer noch und das machen wir dann irgendwie morgen oder so. Okay, bis dann. Tschüss.